So, ihr Lieben, da sind wir wieder und wir spielen wieder eine Runde Larry. Larry Leffer. Und wir müssen immer noch den Cocktail basteln. Dafür brauchen wir immer noch Eis. Eis brauchen wir noch und Geld brauchen wir. Dann gucken wir doch mal. Ja, das hier müssen wir auch vegan bekommen, ne? Das weiß ich jetzt wieder schon. Aber vielleicht... Sie wird schon ihre Gründe haben, dass sie in dieser... Achso, die Mütze. Ja, okay. Ich nehme einen mit. Kann ich immer noch leere Becher mitnehmen? Ich habe doch einen Becher mit Schlangensaft, einen Becher mit Larry-Saft und einen Becher mit ohne Saft. Okay, dann nehmen wir den erstmal mit. Ich weiß immer noch nicht, was wir da unten anstellen, aber okay. So, ranziger Schlons und appetitliche Fressalien, gammeliger Schleim, widerlicher Farz und die Sauce. Tada. Okay, aber ja gut, dann gucken wir nochmal. Okay. So, lass nochmal rausgehen. Hallo. Schöner Hut. Ist aber nett. Nettes Wetter heute. Kann man sagen. Was machst du so? Entspannen. Heute noch was vor? Ja. Kann ich dir was zu essen holen? Ich hab keinen Hunger. Bei dir bin ich mit meinem Latein am Ende. Wer auch immer diese mysteriöse Frau ist, sie ist gegen den unvergleichlichen Larry-Charme immun. Ich stehe ja auf mysteriöse Frauen. Schöne Sonnenbrille. Danke. Gute Luft haben wir. Geht so. Wie lange bist du schon hier? Gerade angekommen. Treffen wir uns nachher am Buffet? Vielleicht. Kann ich dir was zu trinken holen? Ich habe keinen Durst. Bei dir bin ich mit meinem Latein. Wer auch immer. Sie ist gegen... Ich stehe ja. Okay. Ach, komm. Schönes Kleid. Ich weiß. Viel Sonne heute, was? Ich mag Schatten. Wie lautet deine Zimmernummer? Ich habe noch keine. Date bei Sonnenuntergang am Strand? Nein. Jetzt sag schon, was du von mir willst. Nein. Bei der bin ich mit meinem Latein. Wer auch sie ist, ich stehe. Na gut, okay. Sie will absolut nicht mit mir sprechen, oder? Nee, okay. Ach, jetzt muss ich wieder eins durchgehen. Nettes Wetter heute. Oh, nein. Wie lange? Date? Nein. Jetzt sag bei wer auch im. Sie ist, ich stehe. Okay, lassen wir sie wieder in Ruhe. Das waren wir schon da. Und da noch. Du weißt, du hast Probleme, wenn an dir nur die Posaune groß ist. Hey, da funkelt was im Wasser. Was funkelt denn da? Du weißt, du... Hey, so, das ist dasselbe. Okay. Mit der Hand komme ich nicht bis auf den Grund des Brunnens. Mit dem Magnet aber schon. Ha, ich habe einen Vierteldollar geangelt. Oh, aber geil. Der Magnet ist mir reingefallen. Toll. Mit der Hand komme ich nicht bis auf... Ja. Super. Komm, also wenn ich im Becher pinkeln kann, kann der das doch auch, oder? Ja, es geht. Habe ihn gefüllt. Okay. Hoffentlich kippe ich den Becher nicht in meiner Hosentasche aus. Das ist also, wie gesagt, mein... Nein, eine pipifarbene Flüssigkeit. Ich will nicht ins Detail gehen. Ist grün. Muss gesund sein. Okay. Können wir den einfrieren? Bei Faith in der Suite? Ja, doch, das Gefrierfach. Nein. Spiel doch mal Saxophon. Ich blase nicht. So. Ich muss weg. Gehen wir nochmal in den Faith. Hey.
in die Suite von Faith. So. Die Minibar ist geschlossen. Ach, Quatsch nicht. So. Ja, es geht doch. Mal sehen, wie lange es dauert, bis das Wasser gefroren ist. Na, noch nicht. Okay. Mal sehen, wie lange es... Hätte ja sein können. Auf der Plakette steht ein mysteriöser, einige Jahrhunderte alter Liebeshut mit einem unbekannten Zweck. Aus dem Nachlass von Reginald Cockburn, einem der Gründerväter des Archipels. Wissenschaftler vermuten einen Zusammenhang mit der sagenumwobenen Höhle des kosmischen Wissens, die sich im Archipel befinden soll. Dort befinden sich der Legende nach unermessliche Reichtümer. Wer sie betritt, erlangt das Wissen des ganzen Kosmos, heißt es. Die werden sicher sauer, wenn ich hiervon was mitnehme. Stimmt wohl. Gehen wir nochmal rein. Nein! Ich wollte doch noch Faith. Ist der jetzt gefroren? Ja, sieht doch gut aus. Jetzt ist er gefroren. Jetzt ist er gefroren. Okay. Wollen wir mal schauen, ob wir das jetzt auf die Kette bekommen hier? So. Selbstverständlich Also, Vodka. Ein ordentlicher Cocktail muss von sich aus leuchten. Leuchtstäbchen. Eine grüne Flüssigkeit muss auch rein. Dann nehmen wir was Grünes. Den frisch gepressten Schlangen. Gelbe Flüssigkeit wie der Sonnenuntergang. Da war uns doch von Anfang an klar, dass das Pisse wird, ne? Kein Cocktail ohne Eis. Kein Cocktail ohne Eis. Da muss Orangengeschmack rein. Ja, dann, wo ist es? Da. Wunderbar. Ein Tiki-Twister wie aus dem Lehrbuch. Wir wollen aber nicht vergessen, was da alles drin ist, ja? Und du lässt auch niemanden davon trinken? Natürlich nicht. Aber wenn Warum Becky... Denn Orangengeschmack? Nein. Ist ja gut. So, wie sieht denn der aus? Wow. Mit dem Gummi auch da so... Komm. Ist ja nur Becky, komm. Da ist er. Hier, Bäuschen. Ich habe hier einen selfie-tauglichen Cocktail für dich. Supi! Moment! Von dir nehme ich keine Drinks mehr. Den hat der Barkeeper gemischt. Okay, dann ist ja gut. Aber trink besser nicht so viel davon. Der ist nur für frische Selfies. Ich kann sogar am Strohhalm saugen, ohne zu schlucken. Ich warne dich. Was denn? Dann kann ich einen Punkt mehr bei Gulp geben. Ja, schön. Ah, hast du irgendwo hübsche Blondine gesehen? Nee. Ich muss jetzt woanders influenzen. So, okay. Was wollte sie denn noch haben? Sie wollte noch irgendwas. Ja, jetzt ist doch mal gut hier. Oder war das alles mit Becky? Wenn ich es schaffe, Driver 5 Sternregler, Bobby die Anklage gegen mich fallen lassen. Becky wird dem Hotel einen Stern mehr für... Ach ja, genau, das Hotelbuffet muss komplett vegan sein.
Ja, das wird nochmal so eine Nummer, aber da gucken wir mal später. So, ich möchte nochmal auf die Aussichtsplattform. Ich habe nämlich noch nichts mit diesem Soda-Automaten gemacht. Da muss doch was gehen. Da habe ich mir nämlich nur die Beschreibung vorhin angesehen. Dass der vom Automaten verleiht ist. Auf einer kleinen Plakette steht ja. Dauerleihgabe des Videogame Soda Machine Project. West Virginia. Ich werde nicht daran rütteln und nicht dagegen treten. Auch Getränkeautomaten haben Respekt verdient. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Okay. Münzrückgabe, Münzrückgabe. Na gut, okay. Hey, der hat einfach das Geld geschluckt. Dämlicher Automat. Irgendwann werden sich die Menschen gegen die Maschinen auflehnen. Was ist los, Larry? Och, nichts. Ja, auch nichts. Na komm, da steht doch die Münzrückgabe dran, wenn das nicht geht. Oh, da ist mein Geld ja wieder. Oh, es ist sogar noch ein $0.25 mit rausgekommen. War die ganze Geschichte... Ja, okay, jetzt habe ich einen Dollar vollkommen. Jetzt kann ich auch da rübergehen. Dafür war das ganze Teil jetzt da? Damit komme ich auch nicht auf. Da muss man Münzen einwerfen. Einen Dollar. Hab doch hier. Komm. Dann werfe ich mal meine Münzen ein. So, was haben wir hier jetzt alles? Okay, Nein, ich. Nein, du sollst das teilen. Denkst du, was ich denke? Nein. Das ist auch. Nein, ich bleibe. Jetzt das Teleskop. Dann schauen wir mal. Okay. Reife Leistung, genau diese kleine Insel getroffen zu haben. Haben wir da? Da ist eine Badewacht. Da ist ein Schlüppi. Ich glaube, hier sollte man lieber nicht baden. Ja, das ist so gut. Dazu würde ich gerne die Frau sehen. Oder den Mann. Dazu wird eine Hütte für Rettungsschwimmer. Eine Hütte... Nein, da ist nichts weiter interessant. Nein. Ja. Nein. Da ist eindeutig jemand von der Bucht in den Dschungel gelaufen. Kleine, zierliche Füße. Da bin ich sicher. Und da ist ein Abdruck von einem runden Objekt. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Nein. Das muss dieses galaktische Festival gewesen sein. Da scheint jemand Spaß gehabt zu haben. Boah. Alte, stinkende Klamotten. Hier sehe ich nichts, was eine Spur zu Faith sein könnte. Ich hasse es, in Zelten zu schlafen. Das sind Knicklichter. Irgendwo habe ich die doch schon mal gesehen. Das sind Knick... Hier sehe ich nichts, was eine Spur... Hier sehe ich... Okay. Ich weiß nicht, was das für ein Tier war, aber es muss ziemlich groß gewesen sein. Die Insel sieht irgendwie gruselig aus. Das ist Gofuku Island. Gofuku Island. Das ist doch ein Boot. Die Insel sieht irgendwie gruselig. Das ist Gofuku. Keine Ahnung, was die Boje markiert. Das ist uninteressant. Das ist uninteressant. Das ist uninteressant. War das schon alles? Was ist das? Da ist eine Lichtung im Dschungel. Diese Plane stammt doch eindeutig aus dem Hotel. Das ist wirklich äußerst verdächtig. Ich sollte Bobby danach fragen. Nein. Ein Paddel? Mitten im Dschungel? Nein. Nein. Hier ist kein Hin... Nein. Hier... Nein. Merkwürdig. Okay. War das alles? Ich glaube schon, oder? Ist da hinten noch was? Nee, ne? Doch? Eine mondsichelförmige Bucht. Da hat doch jemand Müll gesammelt. Und zwar sehr engagiert. Dieses Logo auf den Müllsäcken habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube nicht, dass sich Faith hier in der Sonne geregelt hat. Aber es ist eine schöne Vorstellung. Das Schiff bekommt man nicht wieder seetüchtig. Wer hätte das gedacht? Dort ist Wasser! Ob der Ring unter Wasser zusammenläuft? Da ist aber ein dicker Dschungel. Da ist aber ein dick...
Das ist uninteressant. Okay, ich glaube, da sind wir durch. Ich würde ja betonen, wie sehr ich dichten Busch mag, aber dann schimpft Pi schon wieder. Okay, Also, was Faiths Aufenthaltsort angeht. Weißt du jetzt, was mit ihr passiert ist? Ja, ich glaube, ich kann es mir zusammenreimen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Können wir sicher sein, dass Faith hier auf Kalaua war? Ich habe im Dschungel ihr Höschen gefunden. Schön für dich. Aber was soll uns das helfen? Es war ein schönes Höschen. Aber das ist keine belastbare Spur. Du musst erst noch mehr über ihren Verbleib rausfinden. Da hast du wohl recht. Sie hat ja auch ein Zimmer hier gehabt, ne? Da. Sie hatte ein Zimmer im Hotel. Wenn sie im Hotel ein Zimmer hatte, wie können wir das beweisen? Kip hat sie gesehen. Kip hat sie gesehen. Stimmt. Gut, das können wir festhalten. Sie war offensichtlich hier im Hotel. Aber wo hat sie sich aufgehalten? Aber bestimmt nackt baden. Nee, an der Poolbar hat sie sich einige Drinks genehmigt. Sie war oft auf dem Aussichtsdeck. Sie war sicher auf dem galaktischen Festival. Sie hat sich was vom Befehl. Sie war sicher auf diesem galaktischen Festival. Du meinst, sie war auf dem galaktischen Festival. Kannst du das beweisen? Stimmt, da war ein Flyer. In ihrem Hotelzimmer war ein Flyer dazu. Sie wusste von dem Festival, aber das heißt nicht, dass sie dort war. Ja, okay. Weiß nicht. Ich geb's auf. Gehen wir noch mal bei Bobby gucken. Vielleicht kann die ja was noch beitragen. Hey, Bobby! Was gibt's, Larry? Wie sieht's aus? Zeit für frischen Larry-Sex? Jetzt nicht. Ich hab gerade gegessen. Aber geh nicht zu weit weg. Ich bin da ziemlich spontan. Das hab ich. Im Dschungel hab ich... Im Dschungel habe ich eine Plane vom Hotel gesehen. Ja, und? Was ist das für ein Ort? Das geht dich nichts an. Und es hat nichts mit deiner Faith zu tun. Okay. Ich muss los. Hey! Nein, du sollst da rein. Husch, husch. Nicht hier einfach bei der bleiben. In die Lobby. Okay, ja, gucken wir mal weiter. Gehen wir nochmal raus. In den Dschungel. Kommen wir wieder nur bis hierhin. Was können wir uns denn hier alles ansehen? Dafür müsste ich über die Schlucht kommen. Ein Prachtexemplar von einem Stein. Das ist gut so, wie es ist. Okay, das hilft mir nicht. Eine Inf. Hier stehen ein paar langweilige. Ich will gar nicht wissen. Ja, ja. Also hier kommen wir noch nicht so richtig drüber, ne? Irgendwie nicht. Dafür müsste ich über die Schlucht kommen. Da ist ein G auf der Stele. Kann ich da vielleicht irgendwo Unfug mitmachen? Besser nicht. Ja, okay. Und hier komme ich nicht her, weil die heiße Welle im Weg. Wenn ich das da reinwerfe. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist gut so, wie es ist. Die Toilette funktioniert damit auch nicht. Ich glaube nicht, dass er das braucht. Nein, ja. Das würde ihm nicht gefallen. Ach, da wäre ich. Ach komm, das würde ihm sehr wohl gefallen. Ein natürlicher Jacuzzi.
Puh, eher ein natürlicher Kochtopf. Was machen wir denn damit? Gehen wir mal hier noch gucken. Was können wir denn hier noch treiben? Brauche ich nicht. Das wirkt oft anders. Ein ganz normaler Spind. Sauber abgeschlossen. Das ist einer von diesen... Hier ist auch wirklich nichts mehr sonst zu holen, ne? Sieht noch nicht so ganz seetüchtig aus. Pi, können wir aufbrechen? Wir wissen immer noch nicht, du musst... Ja. Ich kümmere mich darum. Wir kriegen das Hotelbuffet vegan. Ich könnte zwar ein paar schräge... Das Buffet scheint mir ein guter Nährboden für den Samen zu sein. Das sprießt ja wie sonst was. Echter Biodünger. Das sieht so gesund aus, dass man schon vom Hinschauen einen Vitaminschock bekommt. Das sieht zwar einladend aus, aber ich verzichte. Okay, also das haben wir schon mal hinbekommen. Wie kriegen wir jetzt die blöde Sau los? Wenn ich das Schwein losbinde, das weiß man doch. Kann ich dem Sau... Das Schwein ist komplett überdreht. Es beißt... Nee, also ich muss der Sau doch irgendwie das Maul stopfen können. Das Schwein ist komplett über... Das Schwein ist komplett überdreht. Ja, nee, okay. Das Schwein ist komplett überdreht. Es beißt... Okay. Sie wird schon ihre Gründe haben. Kannst du mir die Sau losmachen? Hey! Ich bin sicher, das war ein Unfall. Naja, kann durchaus sein. Ich habe gesehen, dass du in der Mondsichelbucht Müll gesammelt hast. Ja, und zwar ziemlich viel. Die gilt hier als besonders romantischer Treffpunkt. Was meinst du, was ich dort alles für eklige Sachen wegschaffen muss? Du meinst, man kann da eine romantische Nacht zu zweit verbringen? Das kann man wohl. Ich räume den Müll dort aber immer alleine weg. Vielleicht fehlt dir die richtige Begleitung. Du kannst mir gern dabei helfen. Nee. Das meinte ich jetzt nicht. Dann habe ich kein Interesse. Hast du vielleicht... Ich versuche gerade... Sie heißt... Nein. Okay. Wie geht's dem Vogel? Wie soll's dem schon gehen? Er steckt im Öl. Bei 90 Grad bekommt man das wieder raus. Ich lass... Okay, Hey! Hat der Vogel das behauptet? Nein! Siehst du? Okay, also die macht mir erstmal das Schweinchen nicht los. Ich lass dich... Okay. Jetzt müssen wir doch irgendwie losbekommen, das Schweingeil. Kann ich ihm einen Festivalflyer ins Maul stopfen? Das Schwein ist komplett überdreht. Es beißt mir noch die Hand ab. Nee. Ja, okay. Aber da kann ich jetzt nicht irgendwie Salat abmachen und... Das sieht zwar... Nee, schade. Reicht das wohl schon?
Hast du hier... Ich kann doch meine Attention nicht auf andere Leute... Ich meine, das interessiert doch meine Community nicht. Die wollen schließlich mich sehen. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Ohne mich! Ich muss jetzt... Okay, Das ist Becky. Zu mir helfen? Eine Knelle. Wie geht's dir inzwischen? Ganz okay. Ich lebe von Lichtnahrung. Weil du immer noch kein Geld hast? Das liegt an den Schwingungen hier. Die Leute bekommen ja für ihr Geld von mir so viel positive Energie. Das sollte ihnen doch was wert sein. Das kann ich gar nicht verstehen. Aber ich gebe ja zu, es wäre schon gut, mal wieder in einem richtigen Bett schlafen zu können, statt im Sand. Kannst du auch stehen? Warum sollte ich? Weil man dann einen anderen Blick auf die Welt hat. Und für die Durchblutung ist es auch gut. Vor allem, wenn man so lange Beine hat wie ich. Danke, ich bin hier unten ganz zufrieden. Hast du vielleicht irgendwo eine hübsche Blondine gesehen? Hast du vielleicht Nein, also von mir selbst ab. Findest du nicht auch, dass das auf mich passt? Durchaus. Ich weiß, dass diese Knicklichter vom Festival stammen. Warst du dort? Ich habe dort eine ganze Kiste mit denen gesehen. Genau. Du warst also dort? Ja, die mussten alle tragen. Niemand hatte daran gedacht, Lampen zu besorgen. Nachts kann es ziemlich dunkel werden, weißt du? Auf dem Festival müsste eine Blondine gewesen sein. Groß, schlank, wahrscheinlich in einem lila Kleid. Hat eventuell etwas verwirrt gewirkt? Ich bin ziemlich sicher, dass sie dort gewesen sein muss. Denk mal scharf nach. Da war so jemand. Die ist da rumgestolpert, als wüsste sie nicht, wie sie dorthin gekommen ist. Weißt du, wohin sie nach dem Festival gegangen ist? Ich habe noch mitbekommen, wie sie in Richtung der Mondsichelbucht gelaufen ist. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Das muss Faith gewesen sein. Sie war dann also in der Mondsichelbucht. Nun gut, also, Faith war in der Mondsichelbucht. Wie es weitergeht, werdet ihr beim nächsten Mal erfahren. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ihr wisst, wie das läuft. Ich sage ciao und tüdelü.